Warten Sie, ich muss da noch was unkenntlich machen. Habe ich. Ich habe was unkenntlich gemacht. So, meine Packstation bleibt da drauf. Das ist egal. Wie geht denn das hier auf? Also das Paket ist übrigens von Ecki. Von Ecki ist das Paket hier. Ja, wir haben gewettet, dass... Ich versuche das mal... Ja, gut verpackt, ja. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären, warum Ecki mir dieses Paket geschickt hat. Und zwar haben wir so eine kleine, mehr oder weniger interne Wette laufen gehabt. Vor wegen ja jetzt mit dem Management und so. Ja, kriegst du bestimmt safe innerhalb von 4 bis 8 Wochen den Haken. Ja. Und da habe ich gesagt, da wette ich dagegen. Also, dass ich den Haken in 8 Wochen nicht habe. Und dann haben wir uns dann ausgemacht, was wetten wir denn? Er schickt mir Kaffee, ich schicke ihm Kippen. Also, hätte ich jetzt verloren, hätte ich ihm eine Stange Zigaretten schicken müssen. So war das. Ich habe aber gewonnen. Ich habe gewonnen. Und deswegen hat Ecki mir das Paket geschickt. Jetzt hat er noch was dazugepackt, meint er. Und da werdet ihr wohl euren Spaß dran haben und ich wohl nicht. So hat er es gesagt. Ich habe also keine Ahnung, was da noch drin ist. Ja. Was? Ja doch, Ecki, was meinst du? Du hast dich einfach nur nicht beworben. Ist ja auch gar nicht mehr meine Aufgabe, ne? Pnypsilon. Das ist ja gar nicht mehr meine Aufgabe. Es ist ja, das muss ich aber gucken, wo er hier, da muss ich einmal, pass auf, gleich irgendwas Kaputtbares drin. So. Hallo. So, auf ist es. Auf ist es. Also, dass der Kaffee da drin ist, das ist mir schon klar. Öffne und lies. Okay. Ich kann aber überhaupt nicht lesen. Ich lese. Auch noch schön. Da kommt der Büromensch durch. Da kommt der. Alter, wie soll ich das lesen? Das ist voll klein geschrieben. Der Hund. Was steht da? Ich versuch das mal. Dreh um. Ah, da steht's noch, mein Leserlich. Ecki, ein Träumchen. Sehr verehrter Herr Fande Käsewäldchen, steht hier. Ja. Also hier steht's noch mal in Leserlich. Ne? Hier Leserlich, da ein Unleserlich. Also, sehr verehrter Herr Fande Käsebällchen, mit Bedauern musste ich feststellen, dass Sie leider in unserer Wettzeit kein Partner geworden sind. Deshalb hat meiner einer einen gelb-roten Kutscher beauftragt, Ihnen etwas schwarzes Gold zukommen zu lassen. Natürlich nur die edelsten Bohnen wurden für Sie handverlesen und unter strengster Kontrolle verpackt. Danke, Max, für den 9. Monat. Dankeschön. Des Weiteren befindet sich noch eine Kleinigkeit in diesem Paket, damit das Präsent seine volle Wirkung und Strahlkraft entfalten kann. Bedarf es eines weisen Mannes, Moment mal, weisen Mann, da bin ich jetzt aber raus, oder? Hör auf zu winden. Wie Sie es einer sind, steht dahinter. Bedarf es eines weisen Mannes, wie Sie es, nein. Sie müssen nur Ihren ganzen Mut zusammenfassen und die höchste Instanz davon zu überzeugen, was? Okay, lassen Sie Ihren Charme spielen. Ich und die meinigen setzen große Hoffnung in den edlen Ritter mit seinem weißen Ross. Mit besten Wünschen, Ihr Sir Ecki. Der hat schon mal einen an der Pfanne. Ich weiß nicht, was er meint. Ich mach das jetzt auf. Er hat ja noch was dazu gepackt. Hat er gesagt? Also das hier ist der Kaffee. Das ist übrigens mein Lieblingskaffee, ne? Das ist mein Lieblingskaffee. Hier. Ecki weiß das. Das ist sogar der richtige, Alter. Das ist ein... Also, und hier ist noch ein Umschlag drin. Wahrscheinlich wieder ein Unleserlich.
Das war's. Also ein Umschlag. Ich öffne den jetzt. Ich öffne den jetzt. Toastme, ich danke für deine 100 Bits. Dankeschön. Natürlich hat er den auch mit Paketband zugeklebt, ne? Der nützt ja nichts. Der muss ja dicht halten. Pass auf, und da ist jetzt der Haken drin von Twitch, ne? Das ist jetzt der, pass auf, ich könnte, Ecki, wenn ich dich nicht anders kennen würde, ich könnte wetten, da ist jetzt der ausgedruckte Haken von Twitch, Alter. So. Jetzt kommt, ist besser. Okay. So. Da hat sich einer sehr viel Mühe gegeben. Benutzt mich. Berühmtester Mülleimer auf Twitch. Druckverlust der Bazi und Firma Vogt Logistik. Ich denke, den... warte, das Bild wird unscharf. Ne? Ich denke, den soll ich wohl auf den Mülleimer kleben, oder? Das mache ich. Ecki, du darfst nachher auch aussuchen, wo der hinkommt. Auf den Müll, auf den Deckel, vorne an die Front. So. Alter, du hast doch einen an der Pfanne, mein Freund. Hallo, Steffi. Ich klatsch den darauf. Das kriegen wir hin. Ich darf das nur nicht vergessen, in lauter Eile, so schnell nach Hause und so. Ja, ja. Ecki, vielen lieben Dank, Alter. Dankeschön. Du bist echt beknackt. Herzlich willkommen beim berühmtesten Mülleimer auf Twitch. Und ich muss da ja jetzt noch was erledigen. Ne? Ich muss da Erinnerung Aufkleber. Ja. So. Warte, ich schalte auf die Perspektive um, damit ihr das auch seht. Ich muss da jetzt noch was erledigen. Ne? Außer den Aschenbecher natürlich leer machen. Und meinen Becher wegschmeißen. Ich würde sagen, muss der Aufkleber hin, Alter. So. Das haben wir dann hier noch ein bisschen Papier mitnehmen. Ich muss da ja jetzt ganz dringend noch was erledigen. So. Jups. Erstmal Müll, ne? So, erstmal Müll. Da ist der Aufkleber. So. Er ist drauf. Ich mache jetzt noch mal ein Foto. Ich muss mal ein Foto machen, ganz, damit ihr es auch ganz genau seht. Wieso nehme ich jetzt den Müll wieder mit, Alter? Bin ich bescheuert oder was? Also manchmal bin ich schon, brauche ich schon einen Termin beim Psychiater, Alter. Also. So, Foto habe ich gemacht. Jetzt kommt Carsten dann noch. Oh, hier. Yeah. So. Carsten schüttelt mit dem Kopf, verstehe ich gar nicht. Was meint er? Wieso macht er sowas? Ansonsten, Mädels, macht's gut. Danke für den coolen Stream und wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao, gute Nacht und schlaft schön.